Ja, lieben Leute, ich bin der Bruger und das hier ist, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Insurmountable. Es ist ein Roguelike-Spiel, wo wir auf einen Berg klettern müssen. Und ich habe das von den lieben Leuten von Dedelic bekommen und die haben gefragt, ob ich es nicht mal zeigen möchte. Es kommt jetzt nämlich die Tage raus und ich werde es dann am 14.04. glaube ich hochladen dürfen. Genau, ja. Schauen wir mal, wir starten auf normal. Ja. Ich werde es mal so ein halbes Stündchen anspielen und ihr könnt euch entscheiden, ob ihr es vielleicht kaufen möchtet auf Steam. Also ich bekomme nichts dafür, ich habe nur das Spiel bekommen, ich sage es gleich dazu. Aber da es nun angezockt ist, lese ich ausnahmsweise mal die Unterstützerinnen und Unterstützer nicht vor. Viel Spaß. Ja, sehr interessant. Erstmal, man steht nämlich auf diesen Hexfeldern. Um einen Berg erfolgreich abzuschließen, musst du deinen Charakter über die Hexfelder bis zur Zielmarkierung navigieren. Erst wenn sich der Charakter fortbewegt, vergeht Zeit und deine Statuswerte verändern sich. Mit der linken Maustaste auf ein freies Hexfeld, mit der rechten kann ich den Charakter anhalten, um den letzten Checkpoint zu entfernen. Alternativ kannst du auch den Laufen-Button drücken, um deinen Charakter zu bewegen oder anzuhalten, genau. Benutze außerdem den Beschleunigen-Button, um deinen Charakter schneller laufen zu lassen. Der Effekt hat keine Auswirkung auf deine Statuswerte im Spiel. So. Ja, danke. Tutorial jederzeit öffnen. Was? Dein Blick wandert über die gigantische Berglandschaft. Du hast die gesamte Weite bereist, oder Welt bereist. Kein Abenteuer war zu groß für dich. Aber diese Insel ist anders als alles, was du bisher gesehen hast. Es existieren über sie so gut wie keine Aufzeichnungen. Nur ein paar Gerüchte kursieren über eine unbekannte Besatzermacht. Keine Auswirkung oder unbekannt, ne? Unterwegs bist du auf Hinterlassenschaften und verlassene Städten gestoßen. Du fragst dich, was hier vorgefallen ist, welche Geheimnisse diese Insel birgt. Du verscheuchst die Gedanken, auch wenn du gerne Antworten auf die Fragen hättest. So hast du ein klares Ziel vor Augen. So hast du doch ein klares Ziel vor Augen. Den Gipfel, um ihn zu erklimmen, bist du hergekommen. Es ist dein Antrieb. So. Wie kann ich denn die Kamera drehen? Mit dem Mausrad gedrückt halten. So, und mit... Ich kann aber auch nicht irgendwie... Hier, was ist das hier für ein Symbol? Geh mal da hin. Oh ne, warte, das ist ein bisschen weit weg. Mal hier hin. So. Da oben auf den Gipfel. Eieiei, das ist aber ein ganz schöner Weg. Das ist unsere Müdigkeit, nehme ich mal an. Geisteskraft, Kamerasteuerung. Halte R gedrückt, um die Maus zu bewegen und dich umzuschauen. Mittlere Maustaste macht dasselbe. Nein, was? Mit R kann ich rasten. Kurz schlafen, lang schlafen, Start. Nee. Das ist unsere Geisteskraft. Temperatur. Energie, Sauerstoff, ja. Zeitraffer. Ja, machen wir ein bisschen schneller. Was haben wir hier? Ein Wind erfasst dich an einer steil abfallenden Felsspalte. Wild ruderst du mit den Armen, um das Gleichgewicht zu halten, als jemand dein Handgelenk packt und dich zurückzieht. Das war knapp. Eine Sekunde später und du wärst in die Tiefe gestürzt. Du ermahnst dich, besser Acht zu geben. In dieser gefährlichen Umgebung solltest du dein Glück nicht strapazieren. Mit weichen Knien musterst du die fremde Person. Es ist eine junge Frau in einem abgewetzten Anorak. An ihrem Hals baumelt ein grüner Stein an einem Lederband. Gebannt starrst du auf das handgefertigte Amulett. Dein mattes Leuchten zieht dich in seinen Bann. Dann ein Räuspern. Die Fremde hält dir wortlos ein paar Vorräte hin. Ach, das ist ja nett. Du willst dir auch etwas schenken und willst in deinem Gepäck, als du etwas gefunden hast und wieder hochblickst, ist die fremde Frau verschwunden. Eine seltsame Begegnung, aber du freust dich über die unerwartete Hilfe. Ah, eine Sauerstoffflasche. Du kannst dein Inventar über den Button auf dem Bildschirm aufrufen oder den passenden Hotkey benutzen. Das Inventar kann nur geöffnet werden, wenn dein Charakter steht. Es gibt Gegenstände, die nach dem Benutzen verbraucht werden und welche, die deinem Charakter anlegen kannst, die du deinem Charakter anlegen kannst und die dann immer aktiv sind. Benutzen kannst du Gegenstände mit der rechten Maustaste. Mit gedrückter linker Maustaste kannst du Gegenstände in andere Slots bewegen. Manche Gegenstände... Achso. Inventar packen, sonst verlierst du die. Genau. Die Gegenstände müssen immer ins Inventar gepackt werden. Manche Gegenstände können mehrmals verwendet werden. Das erkennst du an dem kleinen Balken. Wenn der Gegenstand gerade nicht benutzbar ist, wird er etwas dunkler angezeigt. Okay. So. Gasflasche. Ein Kletterseil. Minus 40 Energiekosten auf allen Feldern. Dauert 3 Stunden. Okay, und das Zelt lässt den Spieler bis zum nächsten Tag im Zelt ausruhen.
Heißer Tee gibt Körpertemperatur und Konservendose gibt Energie und das gibt Sauerstoff. Cool. Alles klar. Interessant. Dann kann man sich halt am besten umgucken, ob es hier was gibt. Für uns mal den Schatz hier, hä? So, wo sieht man denn? Warum geht's denn nicht unten? Ah gut, das ist Quatsch. 9:30 Uhr. Wie viel vergeht denn immer pro Feld? Aha. Was soll denn hier? Oh, ein Schneehase. Aus einer Ecke hörst du ein leises Fiepsen. Du schaust... Oh nein, wir brauchen Mondkräuter. Du schaust nach unten und entdeckst einen Schneehasen kauernd in einer Feldspalte. Da er zitternd liegen bleibt, als du dich ihm näherst, vermutest du, dass er sich verletzt hat. Oh nein, ich töte ihn. Gebrochene Hinterläufe. Der Hase wird die nächste Nacht nicht überleben. Du streichelst behutsam über sein Fell. Das kleine Herz klopft laut und schnell und beruhigt sich allmählich, je länger du dem Tier Gesellschaft leistest. Dann wandert deine Hand zu seinem Hals. Er ist dünn und knochig und macht ein knackendes Geräusch, als du ruckartig zudrückst. Der Hase muss nicht mehr leiden. Geisteskraft und Erfahrungspunkte. Da ist ein Zelt. Oder eine Höhle. Ich gehe erstmal auf. Gib mir erstmal die Kiste. Wo gehen wir denn am besten lang? Am besten da, wo die ganzen Gegenstände sind. Wildkräuter. Auf einem Vorsprung ein paar Meter unter dir bemerkst du einen Baumstumpf, auf dem wilde Kräuter wachsen. Das hat 19 Energie, aber die Witterung hat den Kräutern nicht geschadet. Du kannst zwei volle Hände sammeln. Oh, Mondkräuter. Gibt Geisteskraft und minus Gesundheit. Ich habe ein Level up. Alles klar. Erhöht das Tempo, spare Energie oder ruhig angehen. Erhalte beim Aufwachen etwas Energie, Körpertemperatur und Sauerstoff. Wenn du aufwachst, erhalte 4 Energie, 4 Körpertemperatur und 4 Sauerstoff. Und das 18 Energie weniger für 24 Stunden. Ich glaube, das nehme ich. Ja, spare Energie 1. Okay, erreiche den Gipfel. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen werden beim ersten Mal, aber... So, was haben wir hier? Höhle. Du betrittst eine Höhle, sie ist trocken und windgeschützt. Soll ich mich schlafen legen? Es ist 12 Uhr. Nee. Wir verlassen die Höhle. Das ist ein ganz schön weiter Weg hier. Warte mal. Komme ich denn lang, wenn ich da oben hin will? Ach ja. Hier oder lang? Boah, ich jetzt nämlich da ganz außen rumkraxle. Hier ist nämlich irgendwas Besonderes, da leuchtet was. So, warte mal. Wir gehen nur hier hoch. Oha. Die ist aber ganz schön schnell am Kraxeln, ne? So. So, Erfahrung. Eieiei. Und wir haben Wunschbänder. An den Ästen eines Baumgerippes sind zahlreiche rote Stoffbänder mit goldenen Schriftzeichen geknotet, ja, die du allerdings nicht entziffern kannst. Aus einem dir unerfindlichen Grund berührt dich dieser Ort und du wünschst dir Energie. Hey, 31,5 Energie. Cool. Ah, das sind halt viel mehr Sachen, aber ich glaube, ich gehe hier lang. Halt kürzer, oder? Ach, die Zeit, 17 Uhr schon, plus 100, also 1 Stunde 30, was? Das ist windig. Steinschalter. Du stößt auf die verfallenen Grundmauern einer früheren Behausung. In einer Nische wachsen Kräuter. Als du sie einsammeln willst, fällt dir ein herausragender Stein auf. Er scheint beweglich zu sein, vielleicht eine Art Schalter? Mach ich mal. Du drückst den Knopf, er klemmt. Du drückst fester, bis sich der Schweiß auf deiner Stirn bildet. Dann... in Klicken und Klacken. Wahrscheinlich einen Klicken und Klacken. Neben dir öffnet sich ein geheimes Fach im Boden. Dein Herz hüpft vor Freude, legt wertvolle Ausrüstung. Oh, ein Wanderstock. Nice. Kann ich den anlegen? Nee. Kann wirklich anlegen. Geil. Cool. Das ist die Frage jetzt. Wie dauert es denn, da hier hinzugehen? Sieht man, was das insgesamt an Energie kostet? Jetzt ist aber schnell Nacht hier.
Muss ich mich da oben irgendwo ein bisschen pennen legen, glaube ich. Oh, schlafen. Schlafen ist ein guter Weg, um Energie wiederherzustellen. Hier gibt es drei Möglichkeiten. Suche eine Höhle auf oder du benutzt dein Zelt aus dem Inventar. Geh nochmal hier hin und dann lege ich mich schlafen. Ja, hörst du auf. Ja, wo ist denn mein Inventar? Mission? Ach, hier. Möchtest du Zelt verwenden? Ja, bitte. 6 Stunden bis 21.03 Uhr. Lang schlafen, das ist doch gut. Schlafen wir mal. Oh nein, das ist ein Sturm. Alter Schwede. Das ist nicht gut. Ach hier, aber das sind die drei Pfeile, das ist das schnellste. Ich mache natürlich drei Pfeile. Wir müssen uns ja nicht ewig angucken, wie wir hier rumklettern. Oh, normales Wetter. Sturm hat negative Auswirkungen auf deine Energie- und Zeitkosten. Außerdem ist die Sichtweite begrenzt. Ja, ist klar. So. Flugzeug, du schleppst dich entlang eines Abhangs, auf dem sich bereits die Schneemassen türmen. Mit jedem Schritt versinkst du tiefer, bis du mit einem Stiefel auf einen Widerstand stößt. Du schiebst den Schnee zur Seite und legst eine Tragfläche mit verblassten Farbmarkierungen frei. Keine Frage, sie gehört einem abgestürzten Flugzeug. Ich grabe tiefer. Du bist ganz in deiner Arbeit vertieft, als du aus dem Augenwinkel die Schneewolke bemerkst. Schnell drückst du dich in die Felsnische. Nur Augenblicke später donnern Tonnen von Schnee und Eis über dich hinweg. Dunkelheit umschließt dich. Kälte kriecht in deine Knochen. Du schnappst nach Luft. Langsam beginnst du zu graben. Ruhig, besonnen, bis du durch die Schneedecke stößt und frische Luft in deine Lungen strömt. Oh nein. Achtung, ein Achievement. Oh Mann. Ernte bei jedem Eventfeld Geisteskraft. Ruhig angehen. Oh, das ist bis zum Ende der Mission. Halte 4 Sauerstoff. Energiekosten oder Zeitkosten auf allen Feldern. Ja. So, hält 24 Stunden. Was ist das denn hier? Komisch aus. Oh Gott, ich brauche ein bisschen Energie. So. Eieiei. Hat echt viel Energie hier. Mir wird ein bisschen wärmer. Was? Terrain-Typen? Schnee, Eis, Gletschereis, okay. Ich hoffe, das geht gut. Und was haben wir hier? Unbekannte Früchte. An einem Strauch entdeckst du wilde Beeren. Ihre Farbe ist hell, fast orange. Du zögerst. Sie könnten giftig sein, aber eine kleine Stärkung würde dir durchaus gut tun. Ich probiere von den Beeren. Die Beeren sind etwas herb, frisch und wohlschmeckend. Du spürst, wie sie dir neue Energie geben und dich für deine Reise stärken. Okay. Gut, das gab richtig viel Energie. Denn hier. Ja, ja, das braucht aber echt viel Energie, dieses Klettern an den Stellen. Oh, das ist eine Höhle. Da kann ich dann pennen gehen, glaube ich. Auch wenn noch ein bisschen Zeit ist. Aber lieber ausnutzen, ne? Dass wir kein Zelt brauchen. Komet! Erschöpft legst du den Kopf in den Nacken. Hier stockt der Atem und deine Pupillen weiten sich. Über dir fliegt ein Komet und zieht einen kilometerlangen hellleuchtenden Schweif hinter sich her. Welch ein Spektakel. Die Gefühle übermannen dich. Oh, auch schon wieder Level up. Kraft sparen. Ja. Alles gut. Ich da... Oh, warte mal, hier ist... ein Personen-Event. Lautes und sonderbar langes Schnarchen dringt aus einer Höhle. Vorsichtig spähst du hinein. Auf dem Boden döst ein friedlich ausgewachsener Braunbär. Du kneifst die Augen zusammen. Kein Zweifel. Neben dem Tier ist bei dem, all dem Unrat ein eingepacktes Zelt. Macht auf dich einen intakten Eindruck. Willst du in die Höhle gehen und das Zelt holen? Nein, ich setze meine Reise lieber fort. Nicht mit einem Braunbär. Mit dem lege ich mich jetzt nicht an. Braunbären, sind das nicht auch Grizzlies unter anderem? Sind die da nicht auch bekannt? Du betrittst eine Höhle, sie ist trocken und windgeschützt. Weiter hinten erkennst du einen kleinen Tunnel, der in die Dunkelheit führt. Ich erkunde den Tunnel. Du willst den Tunnel erkunden, aber es ist so dunkel, dass du deine Hand vor Augen nicht sehen kannst. Okay, wir legen uns schlafen.
Nach einer, du irrst durch die Dunkelheit. Nach einer Weile tasten deine Hände einen Gegenstand auf dem Boden. Er fühlt sich ungewöhnlich an. Ja gut, ich konnte jetzt nicht mehr. Ich erfülle den Gegenstand. Fühlst du einen Ausrüstungsgegenstand? Oh, und ich habe Schneeschuhe bekommen. Minus Energiekosten auf Schnee. Leg mich schlafen natürlich. Lang schlafen. Ja, komm. Tick, 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 tick. Kann ich nochmal? Nee, das war's. Oh Gott. Sehe ich gerade gar nichts mehr. Wahrscheinlich nicht sehr schlau, das bei der Witterung hier zu machen. Oh, und die Energie geht sowas von schnell leer gerade. Ist aber auch Pech mit dem Schneesturm, glaube ich. Transportbox. Unter einem Fallschirm erhebt sich ein großer rechteckiger Gegenstand. Du schiebst den löchrigen und fleckigen Stoff zur Seite und legst eine metallene Box frei. Ob darin Waren transportiert wurden? Aus Pech, die Box ist leer. Das ist gerade mal der Anfang, ne? Ich glaube, wo ist denn die Höhle hier? Das? Ich ruhe mich doch noch mal ein bisschen aus hier. Kurz ausruhen für die Energie. Höhlen sind immer schön. Nutzt eine Höhle, sie ist windgeschützt. Folgt dem Geruch. Geringer Geruch? Oh nee. Leg mich lieber schlafen. Kurz Schlaf reicht. Ich will vielleicht gar nicht wissen, wo der Geruch herkommt. Am Ende ist es Kot von einem Tier und das wäre nicht gut. Verlassene Richtfunkstation. Du traust deinen Augen nicht. Eine ungestützte Antenne versperrt dir den Weg. Ich bleibe und sehe mich um. Ja. Als du über die Eisenstreben kletterst, bemerkst du zwischen all dem Metallschrott eine offene Kiste. Da liegen ein paar frische Vorräte. Bei dem Versuch, dich wieder aufzurichten, verlierst du das Gleichgewicht. Wenn du nach vorne schlägst, dein Knie auf. Oh nein. Was habe ich denn gemacht? Das Knie? Was ist das für ein Effekt? Ist doch kacke. Steinschalter. Du stößt auf die verfallenen Grundmauern einer früheren Behausung. In einer Nische wachsen Kräuter. Drück mal den Schalter nochmal. Alter, das kostet so viel Energie. Die Kräuter sind schnell gesammelt und du verschwindest. Ja, danke. Und wieder ein Level up. Die sind ans Limit. Energiekosten beim Klettern. Ja, nehme ich das. Stacked. Wunderbar. Schlucht. Du erreichst eine Schlucht, über die ein Seil gespannt ist. Ah. Willst du riskieren, es zu benutzen? Ja. Mache ich. Du schlägst das aber den beiden und ziehst dich Stück für Stück über die Schlucht. Die Fasern schneiden sich in deine Handflächen, doch du ignorierst den Schmerz. Du fast hast du die andere Seite. Oh Gott, nein. Du hast die andere Seite fast erreicht, da lässt die Spannung im Seil plötzlich nach. Du schwingst nach vorne und knallst mit voller Wucht gegen die Felswand. Mit zitternden Händen ziehst du dich am Seilende hoch bis zur Kante gerettet, aber dein Oberkörper ist übersät mit Hämatomen. Ah! Sauerstoffveränderung pro Stunde beim Bewegen. Au, scheiße. Hier sieht man's. Schneeschuhe. Ah. Erhöht Energiekosten auf allen Feldern. Und hier Sauerstoffveränderung pro Stunde beim Steigen. Oh, shit. Ein Bernardiner. Hinter dir hörst du ein Bellen. Du drehst dich um. Ein Bernardiner kommt mit hechelnder Zunge auf dich zugelaufen und nimmt vor dir Platz. Auf seinem Rücken trägt er ein Geschirr mit einer Tasche. Der Hund wartet geduldig, bis du die Tasche durchsucht hast. Darin findest du Vorräte. Ah. Heißer Tee. Brauche ich wahrscheinlich, je weiter wir den Berg hochkommen. Je weiter die Höhle lasse ich mal aus. Ich gehe erstmal hier hin. Muss wahrscheinlich über den Gletscher. Eieiei, das ist noch so weit. Da sind überall Gegenstände. Nein, 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 nein. Na, hörst du jetzt mal auf? Oh. Ja. Du betrittst eine weit verzweigte Höhle. Im hinteren Bereich bemerkst du ein erloschenes Lagerfeuer. Davor liegt zusammengerollt unter einer Felldecke eine fremde Person. Ich wecke den Fremden. Du sprichst den fremden Bergsteiger an, keine Reaktion. Dann beugst du dich herab und rüttelst ihn sanft.
In der Sekunde, in der du den Fremden berührst, springt er auf wie von der Tarantel gestochen und stößt dich um. Während du benommen auf den Boden kauerst, packt er das alte Sachen und verschwindet wortlos aus der Höhle. Och nö, verletzter Torso. Oh. Leg mich mal schlafen, hä? Lang schlafen? Ja. Lieber Energie auffrischen. Ist ja egal, wie viel Zeit wir verbrauchen, oder? Außerdem muss das hier noch abklingen, da der Mist. Verdammt. Hätte ich immer schlafen lassen. Aber das ist immer zufällig, ne? Es ist halt, wie gesagt, roguelike. Ruinen. Vor einem verlassenen Camp liegen Thermosflaschen mit Tee. Du könntest dir Zeit nehmen, die Zelte zu durchsuchen. Ich durchsuche die Zelte gründlich oder ich schaue sie mir kurz an. Ich durchsuche sie gründlich. Du findest 2 Thermosflaschen mit Tee. Fein. So, kann ich gleich mal eine saufen. Perfekt. Wie lange dauert das bis dahin? Ja, komm. Dafür gönne ich mir das mal. Da ist nämlich noch... Ah, da ist noch was Besonderes. So, zerstörte Station. Am Fuße eines Hangs stößt du auf die Überreste eines Gebäudes. Ob es den Besatzern gehörte? Teile davon sind komplett unter Felsen begraben. Das muss ein Steinschlag gewesen sein. Zwischen den Trümmern kannst du einige technische Geräte und kleine metallene Container entdecken. Du könntest hinabsteigen und nach Vorräten suchen. Ja, kostet nur Zeit. Achtsam balancierst du über die Trümmer und hältst auch schon noch etwas Brauchbarem. Dein Blick fällt auf einen Hohlraum unter einem Felsen, in dem etwas zu schimmern scheint. Vorsichtig schiebst du deine Hand in den Spalt und greifst danach. Mit den Fingerspitzen bekommst du den Gegenstand zu fassen. Es sind Vorräte. Deine Mühen haben sich also gelohnt. Ah, voll gut. Kletterseil. So, kontrolliertes Atmen. Plus Sauerstoffveränderung pro Stunde beim Steigen. Und maximaler Sauerstoff plus. Ruhig angehen. Aktiv bis zum Ende der Mission. Ja, nee. Ruhig angehen. Nehmen wir das mal. Cool, hier sind noch 2 Sachen. Verschüttet. Vor dir an einem Bergkamm türmt sich frischer Schnee. Hier muss kürzlich eine Lawine niedergegangen sein. Als du durch die Schneemassen stiefelst, blickst du auf eine Thermosflasche Tee, die halb im Schnee vergraben ist. Ich grab mal im Schnee. Du wühlst im Schnee, bis deine Hände ein Stück Stoff zu fassen bekommen. Du gräbst weiter und ziehst schließlich einen Fremden aus der Schneemasse heraus. Er atmet und ist bei Bewusstsein, keine offensichtlichen Verletzungen. Erschöpft, aber glücklich reicht er dir ein Geschenk, das du dankend annimmst. Eine Sauerstoffmaske. Sauerstoff pro Stunde beim Bewegen und Sauerstoffveränderung pro Stunde beim Ruhen und in die Vents. Voll gut. Der Fremde braucht das nicht. Der braucht das nicht. Alles gut. Jetzt wird es schon wieder Nacht. Gibt es hier irgendwo eine Höhle? Da vorne ist eine Höhle. Ruinen. Camp. Sauerstoffflasche. Ich durchsuche die Zelte. Gründlich. So, dann findest du 2 Sauerstoffflaschen. Brauche aber leider keinen Sauerstoff. Ja, später vielleicht. Ich hoffe, ich komme noch bis zur Höhle. Schreien! Vor einer windschiefen Hütte sitzt eine alte Frau. Ihr zahnloses Gesicht lächelt dich freundlich an. Mit Handzeichen lädt sie dich ein, Platz zu nehmen und dich auszuruhen. Du tust, was sie sagt und du regenerierst Wärme oder Gesundheit. Wärme, ist auch egal. Oh nee, echt jetzt? Wie lange dauert denn das? Ewig. Warte, warte. So, Kletterseil. Jetzt dürfte das ein bisschen besser gehen. Ja, ich habe noch ein bisschen Energie übrig. Mist, was wäre das hier gewesen? Wieder ein Schrein. Ist eigentlich wahrscheinlich egal, was für eine Tageszeit man nimmt, oder? Ich glaube, mit Sauerstoff und so weiter komme ich ziemlich gut zurecht. Wie gesagt, wahrscheinlich, wenn man höher kommt, braucht man Sauerstoff wirklich erst. Ah. Wir hatten mal wieder nur um die Energie hier. Aber das ist schon lang. Überleg mal, du würdest denn echt hier so lang rumkraxeln.
Könnte wegen mir noch ein bisschen schneller gehen, ehrlich gesagt. Aber gut. Aber auch, glaube ich, ein bisschen Glück gehabt. Wir haben noch keine Lebensenergie verloren. Du benutzt eine Höhle, die führt in die Dunkelheit. Erkunde den Tunnel. Machen wir auch mal. Die Dunkelheit. Ich mache kehrt. Okay, ist nix. Gib mich schlafen. Lange schlafen. Ja, bis zur Nacht. Tick-Tack, Tick-Tack. Ah, die Energie ist trotzdem nicht sehr voll geworden. Zack. So. Uns erstmal das Teil. Ah, es ist... 3 Stunden halt, ist nicht viel hier in der Welt. Handel, du öffnest vorsichtig die Tür zu einer Baracke. Bücher und andere Unterlagen stapeln sich bis zu den Decken. Als du eintreten willst, steht da plötzlich eine hochgewachsene Frau mit langen Haaren vor dir. Sie redet schnell in einer fremden Sprache. Als du verständnislos mit den Schultern zuckst, verschwindet sie und kommt kurz darauf mit ein paar Habseligkeiten zurück. Ein Tauschhandel also. Sie will eine Konservendose von dir. Dafür bietet sie dir etwas von ihren Sachen an. Du wählst, ich will etwas anderes. Steigeisen. 25 minus Energiekosten auf Eis. Okay. Kann ich leider nicht... Ja, kann ich nur in den Schuhen anbringen. Minus Energiekosten auf Schnee und auf Eis. Okay, was haben wir hier? Das ist Schnee, ne? Gut. Aber danke fürs Gespräch, gute Frau. Bin kürzer. Das ist kürzer, würde ich sagen. Ja, komm, eins geht noch. Das geht auch noch. Der weg. Aber passt schon. Und das ist schon wieder eine Höhle. Ja, Schnuppe schon wieder. Geisteskraft oder Energie? Energie, natürlich. Natürlich, Energie. Geisteskraft kann ich ja auch gut durch die Blumen wieder auffrischen. Begegnung. Dir begegnet ein verhüllter Bergsteiger. Er zeigt auf deine Thermosflasche mit Tee und faltet seine Hände zusammen. Ah komm, ich gebe ihm Tee. Der Bergsteiger verneigt sich und läuft weiter. Dafür gibt es ein bisschen Geisteskraft und Level Up. Unterm Sternenhimmel. Weniger Nachteile beim Schlafen ohne Zelt. Oder zeitlich begrenzter Effekt. Ignoriert gefährliches Terrain. Oder minus Energiekosten auf allen Feldern. Oha. Okay. Wir kosten halt die Moves mehr Zeit, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Minus 1 Energiekosten, das ist schon richtig nett. Höhle, du benutzt eine Höhle. Strenger Geruch, nein. Ich verlasse die Höhle. Nee, lass mal. Strenger Geruch, ich glaube nicht, dass das gut ist. Steinkreis. Vor dir zeichnen sich die Umrisse kreisförmig angeordneter Monolithen ab. Einige sind eingestürzt oder umgestürzt und zerbrochen. Eine alte Ritualstätte. Ich untersuche den Ort. 30 Energie. Wow. Dummer Zeugen einer alten und untergegangenen Kultur. Ob die Natur ihnen so zugesetzt hat oder wurden sie von Menschenhand zerstört? Irgendwann wird etwas Neues aus den Ruinen auferstehen. So ist der Kreislauf des Lebens. Schon willst du weiterziehen, als du unter einem der Monolithen etwas aufblitzen siehst. Du gehst näher ran. Und du entdeckst Ausrüstung, die du gebrauchen kannst. Körpertemperatur, ja. Veränderung beim Bewegen. Ich brauche halt keine Körpertemperatur, ich nehme lieber die Schneeschuhe. Also, natürlich brauche ich Körpertemperatur, ne? Nicht falsch verstehen, aber... Klack, 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 klack. Oh, Senke. Es knirscht unter deinen Stiefeln, als du über eine schneebedeckte Ebene läufst. Plötzlich gibt der Boden unter dir nach. Du versinkst bis zum Hals im Schnee. Du kannst dich kaum noch bewegen. Nur noch deine Arme sind frei. Ich grab mich heraus. Mit bloßen Händen schaufelst du den Schnee zur Seite. Immer wieder rutscht neuer Schnee nach. Die Kälte in den Fingern wird unerträglich. Oh nein.
Oh, du stellst dir vor, wie sie sich deine Gliedmaßen frisst, das Gewebe schwarz wird und abstirbt. Du gräbst wie ein Besessener, bis du schließlich so viel Bewegungsraum hast, dass du deinen Körper über die Kante wuchten kannst. Oh, nee. Ein bisschen Tee hier zu mir. Das ist schlecht. Das war richtig schlecht. Oh, jetzt kommen endlich mal die Steigeisen zum Einsatz. Oh Mann. Eis. Begegnung. Dir begegnet wieder der verhüllte Bergsteiger. Er hat eine Thermosflasche in der Hand, die er dir überreicht. Danach kommt er mit ein paar Kräutern und eine Fackel heraus und bietet sie dir abwechselnd an. Tee und die Kräuter? Oder Tee und Fackel? Ja, auf jeden Fall. Oh nein. Da trinke ich halt den Tee, was soll's. Danke. Er verneigt sich und zieht weiter. Cool. Netter Kerl. Das ist wirklich nett von ihm. So, Sauerstoffflasche. Die Sauerstoffflasche sieht noch intakt aus. Gab ich seitlich zur Sauerstoffflasche. Ich benutze einen Stein, um das Eis zuzuschlagen. Oder ich setze meine Reise fort, ja. Das ist mir zu gefährlich. Und kostet nur Zeit und Energie. Oh, da oben. Oha, hier wird es krass, da hochzuklettern, glaube ich. Letzter Bergsteiger. Ein provisorisch an einem Felsen angebrachtes Zelt erregt deine Aufmerksamkeit. Versuche ihn zu behandeln. Nee, ich habe nichts. Ich versuche ihm zu helfen. Ja. Du bringst den Fremden in die stabile Seitenlage und redest auf ihn ein. Trotz seiner Bemühungen gibt er keinen Ton vor sich. Du kannst ihm nicht helfen. Oh nein. Er ist tot. Oh Gott, reicht das von der Energie? Ich hoff's. Oh, Nordlichter, was für ein Anblick. Schön. Ja, ich hoffe, es reicht. Ja, es müsste aber. 4,6 Energie. Perfekt. So, eine Höhle. Eisiger Windhauch. Folge dem Windhauch. Unter Stalaktiten hängen an der Decke, also... Unzählige Stalaktiten verspenden den Weg. Du suchst geschickt nach Lücken zwischen den Tropfsteinen, duckst dich unter sie hinweg, als du plötzlich ein Knirschen vernimmst. In letzter Sekunde weichst du einem spitzen Geschoss aus, das deinen Körper beinahe durchbohrt hätte. Was? Da gefriert dir das Blut in den Adern. Ein paar Meter vor dir entdeckst du einen mit Stalaktiten gespickten Leichnam. Diese arme Seele hatte offensichtlich nicht so viel Glück wie du. Mit einem mulmigen Gefühl durchsuchst du seinen Fellbeutel. Du findest Vorräte und verstaust sie in deinem Gepäck. Oh, und danach gehst du wieder. Yay. Ja, was mache ich denn? Radius. Das Linksklick bewegen, Rechtsklick benutzen. Aha, Wanderstock. Ja, schade, ne? Ach, das ist blöd. Was mache ich denn jetzt? Soll ich das wirklich da lassen? Ist irgendwie... Kriegt das, glaube ich, nicht so ganz hin mit dem Platz hier. Das Zelt. Lass mal das alte Zelt da, ist ja egal. Ja, ja, komm. Leg mich schlafen. Lang. Und trotzdem, es reicht nicht so ganz, komm mal. Mich jetzt gerade noch mal schlafen legen. Level up. Euphorie. Energiekosten auf allen Feldern. Nur aktiv während Todeszone. Okay. Alles gut. Oh, was ist denn die Todeszone, bitte? Bin ich da jetzt gerade? Der Hügel ist aber gar nicht mehr so weit entfernt. Der Gipfel. Würde ich mal sagen. Oh nein. Todeszone, die Luft wird immer dünner. Dein Atmen wird schwer, du hast die Todeszone betreten. Hältst einen Moment inne auf dich, um dich auf den harten Gipfel einzustellen. Was? Plus Sauerstoffveränderung pro Stunde beim Bewegen. Ich werde so schnell wie möglich aufsteigen. Reduziert Energiekosten bei Bewegung. Oder bevor ich aufsteige, versorge ich meine Wunden. Wo habe ich denn... Okay.
Für 8 Stunden. Hier, Sauerstoff, ne, Energie. Besser ist. Die Todeszone. Ich bin nicht blöd, ne? Deswegen schön Energie sparen. Während du an einer mächtigen Gletscherspalte vorbeiläufst, hörst du leise Hilferufe. Blick in den Abgrund, dann, ja, ich helfe ihm, komm. Vorsichtig kletterst du die Spalte herab. Kurz vor dem Boden rutschst du ab und entdeckst den verunglückten Bergsteiger. Mit großer Anstrengung schaffst du es, den Bergsteiger zu retten. Deine Dankbarkeit ist nicht in Worte zu fassen. Oh Gott. Aber ich bin ganz schön verletzt. So, ich muss erstmal schlafen jetzt hier. Was hat Sauerstoff, aber gibt Energie. Ich hätte das Zelt öfter benutzen sollen, das andere. Egal. Oh Gott, hier ist überall Gefahr. So. Das Steigeisen. Drahtseilakt. Vor dir zerschneidet eine Gletscherspalte die Landschaft. Als du den Blick in den Abgrund riskierst, bemerkst du einen alten Rucksack. Ich hole den Rucksack. Du gehst vor den Draht und beugst dich nach vorne. Das reicht bei weitem nicht, um den Rucksack zu kommen. Ich versuch's weiter. Du legst dich flach auf den Boden. Vorsichtig rutschst du an die Kante heran und darüber hinaus. Du streckst dich. Ah, ich will ihn hinkriegen. Du hast es tatsächlich geschafft. Sogleich nimmst du den Rucksack in Augenschein. Sein Gewicht nimmt dich optimistisch, dass sich der Aufwand gelohnt hat. Und eine Hacke. Oh, Zeitkosten beim Klettern. Minus 10%. Jetzt mal den Sauerstoff. So. Ist gut. Ja, komm, wir pfeifen jetzt auf den anderen Kram. Leute, ich wollte das Video nicht so lange machen. Aber jetzt seht ihr mal. Jetzt seht ihr mal, wozu es mich wieder gebracht hat. Schnarchen. Ich lege mich leise in die Ecke und schlafe. Lang. Und ich will ein bisschen Energie. Wir beschleunigen das jetzt mal ein bisschen. So. Nein, das ist wieder eine Gefahr. Felswand, ich klettere über das Geröll oder ich gehe einen Umweg. Was hat Sauerstoff und Temperatur? Ja, komm, ist egal. Die Alarmglocken schrillen, als du das Gestein spürst. Ah, easy. Easy peasy. Schreien. Was will ich denn? Wärme oder Gesundheit? Gesundheit. 1,2 gerade mal. Nee, warte. Ich will die Schneeschuhe anziehen. Leute, bald sind wir oben. Bald sind wir oben. Komm. War gar nicht so schwer bisher. Verschlossener Container. Ist mit einem Schloss verriegelt. Ich probiere es aufzubrechen. Es gibt nach und wir bekommen eine Taschenlampe. 100, was? 150% Lichtradius und das sind 200% Lichtradius. Kann ich die auch querlegen, die Taschenlampe? Oh, ich muss die tatsächlich ausrüsten. 8 Stunden und die hat unendlich. Okay. Nehmen wir die mit. Weg damit. Klack, klack, klack. Noch andere Dinge. Das geht sogar. Noch eine Begegnung abholen. Beschüttet. Oh nein. Oh nein, ich habe keine Energie. Ich nehme den Tee. Lalala. Oh, das war jetzt aber böse. Das war jetzt aber böse. Einfach die Person liegen lassen. Schreien und schon wieder. Wärme oder Geisteskraft? Wärme, natürlich. Ist wichtiger.
So, gleich haben wir es. Ich muss aber rasten. Lang. Ein bisschen Energie. Aber vor, du liegst mitten am Berg und musst erstmal schön rasten. Kein Problem. Ja, der Hügel. Oder der Gipfel, der Hügel. Wieder falsch. Yes. Auf dem Gipfel, dein Herz ist leicht und erfüllt von Freude, als du auf dem Gipfel stehst. Alle Strapazen sind vergessen, du genießt den Anblick, er hört ganz dir. Was für ein Abenteuer, was für ein Ausblick. Am Horizont erblickst du einen weiteren Gipfel. Höher als der, auf dem du stehst. Und auf einem Gipfel ragt etwas in den Himmel. Lang und schmal. Aus der Entfernung ähnelt es einer Antenne, aber das kann nicht sein, oder doch? Du willst es dir näher ansehen, und Abenteuerdurst ist noch lange nicht gestillt. Vorher musst du allerdings aus der Todeszone und an einem sicheren Ort Rast finden. Okay, wow, es geht halt einfach weiter. Weil er da ist, ein Achievement. Leute, und damit endet das Video. Ihr könnt ja gerne, oh, wie ich da stehe, ihr könnt ja gerne was schreiben, wie es euch gefällt. Was kommentieren ebenso, ne, was ihr für einen Eindruck habt vom Spiel, würde mich mal wirklich interessieren. Und natürlich einen Like geben, dafür, dass ich es jetzt direkt geschafft habe beim ersten Mal. Ist es nicht schön? Ja, ich danke euch sehr. Ich bin der Bruger. Viel Spaß beim Klettern und allem. Macht's gut. Tschüss.